Hey liebe Leute, das ist Dominik. Happy Life ist jetzt das Thema und zwar, wie geht's dir besser? Und ich habe ganz viele persönliche Sachen für dich eingebaut von mir. Ich habe den Vortrag gehalten für Jugendliche und Schüler und denen hat es echt viel geholfen und darum wollte ich das auch dir zur Verfügung stellen. Es sind 45 Minuten, genieß die Zeit, schreib damit und schreib mir gerne, wenn du noch Fragen hast. Ich bin immer da. Also jetzt viel Spaß, starten wir gleich. Eine eigene Dominik. Jetzt starten wir los. Jetzt zeige ich mir das zu zum Losstarten. Wer ist dir erst aufgefallen? Der Linke, genau. Wenn du jetzt ist so, alles ist okay, ja? Jeder kann, du musst nicht reich sein als Ziel, du musst nicht der beste Sportler sein. Das ist, wenn du auch sagst, hey, ich will auch nur noch meine Kinder sein und das ist dein Ziel, voll geil, ja? Wenn dein Ziel ist, dass du einfach ein guter Familienpapa bist, voll super. Wenn du sagst, ich bin sozial und möchte gern für Behinderte arbeiten oder so, voll super. Aber egal was, Hauptsache du hast was, ist jetzt ganz wichtig. Und das Beispiel ist einfach zu sagen, jeder, der anders sei. Ja? Wenn wir alle so warten wie die vier, wird es irgendwie langweilig. Ja? Das heißt, es ist gut, wenn du anders bist und es muss nicht jeder gleich sein und der gleiche Arbeiter und Typ, sondern es kommt halt normal, dass jeder von uns unterschiedliche Charakterzüge haben und das ist wirklich gut so. Genau, das erste, über was mit euch reden möchte, das sind Ziele. Das heißt, habt ihr hier schon mal überlegt, was ihr für eine Ziele habt, jetzt in einem Jahr, in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder mehr? Das ist nämlich jetzt die erste Übung, was ich machen. Überlegt bitte die 3 Sachen. Was sind meine jeweils 3 Sachen, also vor die 3 Sachen. Was sind meine Ziele in 1 Jahr? Was sind meine Ziele in 3 Jahren? In 5 Jahren? Was sind meine Ziele in 10 Jahren? Wie gesagt, das kann jetzt auch, weißt du, was du das? Das kann jetzt auch, wie gesagt, irgendwas, dass ich guter Familienpartner bin oder Mama, richtig gut, ist auch was von mir. Das kann sein, dass ich im Monat so und so viel verdiene. Punkt, das können ganz viele Sachen sein, okay? Als Anhaltspunkt wäre eigentlich nochmal zum Beispiel das. Elon Musk, den kennen vielleicht ein paar. Wer ist Englisch? Ich muss jetzt in den nächsten 6 Monaten fahren, weil wenn er es nicht schafft, ist er trotzdem viel weiter gekommen. Also ich darf sich wirklich große Ziele setzen, gerade die langfristigen Ziele, was jetzt kommt, dass es Reichweite sind. Da ist schon meiner, mal hat er 100.000 oder 90 geschafft, das Ende des Jahres. Ich habe nicht 20.000 geschafft. Aber wenn ich mir nicht 10.000 gesetzt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht 7.000 geschafft. So was zum Beispiel. Und ich habe dann auch, da habe ich ein Vision Board. Das heißt, wo ich glücklich aufzeichnet habe, was das ist mein persönliches Ding und mein Herz sagt, was ich wollen möchte in meinem Leben. Aber das zeige ich jetzt dann, nachdem ich das geschrieben habe, die Aufgabe, guckt euch das, 5 Minuten Zeit, was wollt ihr in 1 Jahr haben, was wollt ihr in 5 Jahren haben, was wollt ihr in 10 Jahren haben. Das ist die Natura-Show von den Kosten, dass ich eine Lehrer-Natura-Show oder will ich mal waschen wollen. Oder will ich mein eigenes Haus bauen? Oder will ich mal auf Mallorca leben? Das ist mein Ziel, dass ich auch noch gesund ernähre, dass ich sportlich bin, mobil bin. Das ist perfekt. Gibt es auch alle morgen fertig aus? Das ist eine Übung, die kann man sich ja noch ein bisschen von dem hier sitzen, das Jahr ist auflang, das mache ich jedes Jahr. Also das ist kein eigener Wort. Wo ist denn wirklich der Wort nochmal? So, das ist es. So, gibt es irgendeine, was ich gerne sagen möchte? Gibt es eine, was ein Jahr ist, was du sagen möchtest? Ja, das ist auch gut. Für das Schoß sowieso. Dein Mann. Ich sag das nicht genau.
Das ist ein Video. Was hast du? Wer hast du? Fabian, cooler Name. Du mal, sag mal deine 10 Größte bitte. Hausgeber. Super. Mein Ziel ist auch so, wenn ihr das bekommen erhofft, das sollte so genau sein wie möglich. Das heißt, das Haus muss halt nicht stehen. Soll das in Orang stehen, oder in Hamburg, oder in Linz, oder soll es in Ibiza stehen, oder soll es in Las Vegas, oder weiß nicht wo stehen. Wie groß soll es sein? Muss ich beim Woche kennen? Jetzt ist es schon mal, dass wir gebucht haben. Das war schon recht alt. Mit der Rechnung sind es alle Sachen um teilweise. Mehr ist also nirgendwo Bedeutung. Die Bedeutung kann man nicht deuten. Gell? Das ist bei dem Maßgang einfach, wie innovativ das der ist, was der alles weiterbringt, wie weit voraus das der denkt, wie wir inspirieren. Ich möchte eine Freundin haben, mit der ich keine Zeit verbringe und hier reisen kann, wo ich will. Mein Motto habe ich gesagt: Give more than you take, but more than you hate. Ich bin ein Cousin, aber schöne Freundschaft da, in der Natur sein, mit Freien unterwegs sein. Das Auto, bin ich richtig geil, ich meine, das ist mein Fahrer. Damit schöne Urlaubs. Das ist zum Beispiel, wo ich mir Urlaub machen möchte, was ich geil finde. Das steht auch bei mir. Eine Verbindung mit meiner Erinnerung, da war ich in Ibiza. Und habe aber geile Zeit gehabt, habe mir gut gegessen, getrunken, Gaudi gehabt, eine schöne Zeit gehabt, ja, dass ich reisen kann. So. Bei unserer Uhr, der Rolex, ja, was ich geil finde. Dann das ist Schreiben für mich für Reisen und Erlebnisse. Das ist der Tim Mauer von der besten deutschen Küche. Das ist eine Liga, wo ich hier bin und was mich zumindest inspiriert, wie er andere inspiriert. Kennst du den Edmund? Sehr gut. Und dann ist Arnold Schwarzenegger angeschrieben. Für mich ein cooles Österreich, den wir haben. Das ist nicht interessant. Klickt mal abschneiden bei YouTube ein. Der Six Rules of Success von Arnold Schwarzenegger. Er hat die abgestellt. Dieser Video ist irrsinnig inspirierend. Das sind seine Six Rules, aber er ist natürlich richtig geil. Dann ist meine Familie immer wichtig. Ich möchte Skifahren und Alpen ist immer wichtig. Da ist geil, wenn ich mal so ein schönes Urlaub oder vielleicht sowas versitzen kann, die Alpen. Singapur finde ich geil, weil zum Arbeiten oder zum Leben dort dann einschlagen. Wenn ich mit 30 aus dem Porsche steige, ist sehr geil. Und hinten steige ich als Profilsgasser. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch noch weniger. Laufen ist auch wichtig, ich will Emotionen verbreiten. McDonalds finde ich auch vielweise interessant, vielweise auch nicht, aber einfach muss ich Marketing machen, muss ich ein flächendeckendes System haben und so weltweit. Das bin ich einfach stark von denen. Dann habe ich noch links unten Familie, ist mir extrem wichtig. Ich will mal ein geiles Haus haben, ich will mich immer gesund ernähren und ich will auch geil aufzunehmen sein. Genau, das ist mein Vision Board, habe ich noch nie hergezeigt. Und jetzt, und das, wie gesagt, macht euch sowas geil. Bei mir hängt das in meinem Büro oder in meinem Schlafzimmer und ich sehe das jeden Tag und das beeinflusst euch. Ja. Da kämpfst du hier. Passt, da findet ihr was Arges, Geld. Reden wir über Geld. Ja. Über Geld reden ist bei uns eigentlich oft schwierig, weil in Österreich so viel Neid leider da ist. Gell. Und viele sagen auch, reiche Reisern, Arschlöcher und nehmen die anderen Tourist weg und bla bla bla. Und ich sage aber, und das bin ich hundertprozentig überzeugt, das Geld versaut nicht den Charakter, sondern es verstärkt ihn nur. Dass wenn der vorher schon ein großzügiger Mensch war und viel für andere da hat, und der jetzt dann nur mehr Geld hat, dann nur großzügig und tut nur mehr für andere und spendet und so. Wenn der vorher schon ein Arschloch war, naja, dann ist sein Business auch sicher mit Arschloch. Dann ist er so wie Nestle und tut in Afrika das Wasser wieder einmal verkaufen. Das Geld verstärkt den Charakter. Man darf gerne mit dem Geld reden. Und jetzt die Frage, übernehmt ihr Verantwortung im Bereich Finanzen? Habt ihr euch das schon mal genau gemacht? Ich möchte euch mal ein Beispiel zum Tochtereingang zu sagen. Schaut es mir da schon her, das sind nur symbolische Beispiele. Sparbuch, ja. Jeder Freund hat wahrscheinlich ein Sparbuch. S&P 500 ETF, wer weiß, was das ist. Das weiß jeder, was eine Aktie ist zum Beispiel. Ja. ETF oder Fonds, ETF ist sowas, da sind einfach einmal 500, die 500 größten amerikanischen Unternehmen drinnen und in die investierst du. Das heißt, ein Sparbuch, das ist schon ein Möller, das ist ein bisschen höher, dafür ist die Information viel höher, aber du hast, wenn du 5000 Euro investierst, nach 20 Jahren nochmal 3600 Euro. Das ist wert bei einer Inflationsrate von knapp 2%. Wie viel haben wir jetzt, wer weiß das? Inflationsrate?
hat 10%. 5,7%. Ja, genau. Das ist schon seit das Jahr. Da könnt ihr euch vorstellen, wie arg sich das entwickelt, dass du noch, wahrscheinlich wird schon noch 10 Jahre, das nicht mehr nur das Wert ist, entwickelt. Und es ist nur ein Sparbuch irgendwas. Hingegen, wenn ihr investiert, natürlich immer wichtig informieren, nachdenken, aber es ist auch so, das Risiko, du hast eigentlich ein bisschen mehr Risiko, aber du hast auch die Chance auf einen Gewinn. Die hast du da vor allem. Und jetzt musst du überlegen, die 500 besten Unternehmen von Amerika, wenn es denen nicht mehr geben würde oder wenn denen was passiert, ja, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Weil wenn das wirklich passiert, dann ist nicht mehr deine größte Sorge, sondern dann ist irgendein Weltkrieg oder irgendwas und dann ist sowieso jegliches Geld weg. Ja? Genau. Und da sieht man, das Vergleich ist, wenn man wieder 5.000 investiert, der ETF hat in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 7,6% gemacht und der war ja 15.000, aber es verdreifacht in 20 Jahren. Das ist das Beispiel. Ich habe mir schon Inflation erklärt. Wie gesagt, das ist gerade so hoch wie noch nie. Zum Vergleich, mit Anhaltspunkten, ja, wie ich 10 Jahre alt war, habe ich um eine Kugel Ei, also um einen Euro, habe ich noch 2 Kugeln Eis zum Beispiel gehabt, oder in einem Fall mit 3 Euro gestellt. Ja. Dann mit 2015 hast du noch mehr eine gekriegt und jetzt 2020 oder jetzt kriegst du wahrscheinlich eine Kugel um 1,80. Dass da beim Eis sieht man das ganz gut, wie viel weniger sein Geld wert wird. Weil der gleiche Euro oder die gleichen 10.000 Euro, die vor 10 Jahren nur 10.000 Kugeln Eis gehabt haben, können wir heute, wie viel kostet es, 1,80 Kugeln Eis, nächstes Jahr wahrscheinlich vielleicht 2 Euro, können wir heute nur 5.000 Kugeln Eis kaufen. Und das passiert dann wieder in Sparburg, dein Geld Sparburg für 10 Euro liegen lässt, könnt ihr euch einmal mehr Auto um 5.000 kaufen, nicht um 10.000. Weil das größte Teil wird. Gleiches bei Bitcoin, Bitcoin ist Investment. Wer kennt Bitcoin? Okay. Bitcoin ist eine Kryptowährung, ist ein dezentralisiertes Zahlungsmittel. Euro oder Dollar liegt alles im Staat. Ja. Dass die Drucken auch das Geld nach der Reihe, ohne irgendwelche Deckelung. Bitcoin ist begrenzt. Ich sage nicht, dass Bitcoin gut ist oder schlecht ist, wenn ich selber meine Meinung mache. Das ist auch nur ein Beispiel. Ja, Bitcoin hat 2010 aus der Pizza zusammengekriegt. Da gibt es die Geschichten, wo sie auch 2006 oder so für 200 Bitcoin für Pizza gekauft hat. Dann hast du für einen Bitcoin einen Fernseher gekriegt. Und jetzt kriegst du für Bitcoin ein Auto. Bitcoin ist gerade bei 20.000 Euro, war aber schon bei 60.000 Euro. Also ich zum Beispiel kaufe jetzt noch Bitcoins nach, weil ich glaube, dass das langfristig wieder was bringt. Das ist aber keine Anlageberatung. Wichtig immer vorher, das lernen eigentlich noch länger. Das ist das Allerwichtigste. Jetzt sage ich mir schon, wie investieren die Österreicher? Und 31% von Österreichern haben ein Girokonto, das ist eh ganz klar, das ist auch voll in Ordnung, das braucht man. Und 70% haben ein Sparkonto oder ein Sparbuch. Ja. Bausparer macht jeder zweite Lebensversicherung und dann setzt er Fonds bzw. ETF, was wir vorher als Beispiel gerade machen, hat er 8% und nur 5% machen Aktien. Das muss ich mir vorstellen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn wir jetzt wieder von den reichsten 5% reden, wo glaubst du, sind die 5%? Die haben wahrscheinlich unten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass da natürlich viel mehr Risiko, ja? Oder ist der Geist auf Tisch aus? Das Wichtigste wieder, das Lernen. Ein Geld investieren in Lernen und Wachstum. Nur mal ein Beispiel: ein Fernseher hat 10.000 Euro gekostet, ja? Amazon-Aktie hat 1.000 Euro im Fernseher 2010, 1.000 Euro in Amazon-Aktie 2010. Wird das sehr entwickelt? Der Fernseher ist jetzt natürlich 0 Euro wert, ein 12 Euro Fernseher. Amazon-Aktie war jetzt vorher 20.000 Euro wert. Gleiches Beispiel, wenn du vor einem Jahr Amazon-Aktie gehabt hast, war jetzt wahrscheinlich nicht der 600 Euro so wert, weil gerade wo ich denke, dass wir 40% gefallen sind. Aber gleichzeitig, dass vielleicht jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Dass es keine andere Richtung geht, ganz wichtig bei deinem Thema. Bei deinem Thema ist klar, dass es nur Origin. Konsumgüter, Investmentgüter. Man kann auch Schulden und Kredite sich aufnehmen. Das ist auch ein Unterschied, wenn man Kredite für Konsumgut, wie das ganz, ganz schlecht, niemals machen. Niemals für den Fernseher, für Handy, irgendwas. Für den Thermomix einen Kredit oder ein Fratenbiss nehmen, weil ich könnte es nicht leisten. Wenn man es nicht leisten kann, kaufen wir es nicht. Ja. Bei meinem Auto sage ich, ich muss das mindestens zweimal leisten können, sonst kaufen wir das nicht. Ich muss einfach ein Geld haben. Da, wenn ein Aktionär, wenn ich jetzt zum Beispiel Immobilien kauft, dann kann ich auch einen Kredit mehr aufnehmen und Schulden machen, weil das sind unter Anführungszeichen gute Schulden, weil wenn die Immobilie wieder was reinkommt. Aber ja. Der Mieter, der zahlt das ab und die Immobilie wird langfristig mehr wert. Aber der Fernseher, das Handy und der Thermomix werden nur weniger wert. Das ist das Schlechteste, was du da hast, du verbrennst dein Geld, wenn du Konsumschulden machst. Das darfst du ja niemals machen. Da kommt der Kuckuck. Das können wir mal machen, wenn auch ein Beispiel eigentlich. 500 Euro zum Beispiel. Wie gesagt, ein Kollegen von der Luki und ich 250 Euro verdient. Jetzt schätze ich zwei so fette Tage oder du arbeitest einmal in der Woche, verdienst du im Monat 500 Euro so dazu.
und du hast dich nicht ausgeben für dein nächstes Handy oder für jeden Tag einen Kaffee oder irgendwas, sondern investierst dir. Ja? Wir machen jetzt aus 500 pro Monat eine halbe Million Euro. Mit 55 Jahren warten das 25 Jahre investieren, zum Beispiel mit 25 und 55 Jahren, 500 Euro pro Monat, macht ihr 500 Millionen Euro. Und das kann man abrechnen auf die Jahre, du würdest dann automatisch, wenn es da nichts mehr einzahlt, dann nachher, nach die 25 Jahre, also 50, dann bist du das mit deinem, das mit deinem, das mit deinem, einfach durch die 10%, wo es an ETFs zum Beispiel, wo jetzt Steigerung hast, die 10% oder 10%. Was heißt uns das? Geld ist nie alles. Nie. Und Geld macht auch nicht glücklich. Aber es geht sich um einiges leichter und für Sachen erreicht ist. Und wenn du denkst, du verdienst jetzt sein, dann hat das einen Grund. Dann bist du vielleicht nicht so gut genug. Wurscht, ob das jetzt beim Sport ist, dann ist es nicht der Max Verstappen, sondern fährt dann wieder von der Reihe. Wenn du jetzt in deinem Job erst nur ein normaler Vorarbeiter bist, hat das einen Grund. Und wenn jetzt erst 20.000 am Rennen, dann hat das auch einen Grund. Weil es da einen gibt, der macht es besser und hat aber schon 2 Millionen. Ich bin aber noch nicht da. Ja? Das heißt, wenn Kinder immer wachsen und besser werden, dann steigert es eigentlich den Wert. Geld ist immer fair, das ist auch nur ein Tauschschritt. Ja? Wo sagt uns das? Ich kann mir alles kaufen, eins weiß ich auch noch reinkaufen. Aber muss man nicht, ändern kann nur die Persönlichkeit. Die kann sich keiner kaufen und keiner mehr nehmen. Dass jedes Geld, gerade jetzt als Junge, ich bin jung, ist jetzt jung, investiert es in eigene Bildung. Das ist schon super, dass ihr da gratis Bildung habt in Österreich, das ist richtig geil. Nehmt die Fremdsprache richtig ernst, weil das ist mir richtig viel wert, vor allem Englisch und sowieso Spanisch und weiß nicht, was es gibt, in Zukunft, wenn es vielleicht Lehrer mit Literatur macht oder so. Aber auch finanzielle Bildung, was man da durchgehen, Persönlichkeitsbildung, investiert da Geld, investiert mehrere tausend Euro im Monat in meine persönliche Bildung. Ich war mit 18 Jahren, da habe ich Lehr gemacht, da war ich 19, und so 18 Jahre. Ich bin jetzt mit Tony Robbins, das ist der weltweit Persönlichkeitscoach, der zum Beispiel, der macht, keine Ahnung, Bill Clinton oder gecoacht, Mike Tyson, große Sportvereine, NFL-Vereine, Fußballvereine. Und da bin ich nach London geflogen, aber ich habe das selber gezahlt für mein eigenes verdienten Geld. Ab Flugzeug, Hotelzeug und für das Ticket für ein Seminar habe ich gezahlt, ich glaube fast also so 1000 Euro oder so. Und habe das gekauft mit 18, 19 Jahren. Ich weiß aber nicht, also das kann man nicht messen, ob das bringt oder nicht, aber ich glaube schon. Und das ist auch was, das ist ein Investment, das investiert in Wirtschaft und langfristig zahlt sich das dann aus. Und ich habe heuer schon wieder einiges investiert in meine Bildung, kaufe Bücher, kaufe Kurse und so weiter. Das, wer du bist, das kann auch niemand nehmen. Und auch wenn jetzt zum Beispiel mir passieren würde, ich würde von heute auf morgen alles verlieren, ja, dann weiß ich, also natürlich scheiße, aber ich weiß, hey, ich schaffe es wieder. In 3 Jahren bin ich wieder mindestens da, wo ich bin. Jeder Millionär, der sich gearbeitet hat, weiß das Gleiche. Weil er hat es mit seinem eigenen Wissen selber geschafft und er schafft es auch wieder, dass er das wieder nochmal macht. Ab sofort zum Burger. Wie gesagt, das Wichtigste ist dann die Persönlichkeit, wer du bist und nicht dein Geld. Und das geht's. Und das ist dein Wert, den du hast und dein Umfeld. Umfeld ist jetzt wie wir da gerade sind. Deine Persönlichkeit ist das Wert, was du besitzt. Was kannst du tun, um deine Persönlichkeit täglich zu stärken? Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen um dich herum. Hat das schon mal erklärt? Das stimmt nämlich wirklich. Wir haben eine gute Spiegelneuronen, das heißt, wir spiegeln uns gegenseitig. Und auch unser Denken ist so groß. Und das zählt bei allem. Der nächste, den muss ich jetzt bezeugen, ist der Gary Vaynerchuk, der Gary Vee. Das ist der beste Coach, wo es jetzt Marketing und Sales und so angeht. Also jede große Firma, Apple, Nike, alle machen bei deinen Kurse, weil der so wert ist. Der sagt, 5x5-Regel. Dass du bist der Durchschnitt der 5 Menschen um dich herum. Du bist auch der Durchschnitt deiner 5 Gewohnheiten, deiner 5 Lebensmittel, deiner 5 Ideen und der Inhalte, die du konsumierst. Du bist genauso der Durchschnitt beim Einkommen. Und das kann man jetzt genauso schauen. Und beim Anziehen, bei der Kleidung. Genauso wie du redest. Wie können wir jetzt das feststellen? Ja? Wenn ich jetzt mit meinen Freunden dastehen würde, glaubst du an die ähnliche Anziehung, verdienen ähnlich viel Geld, waren ähnlich großes oder ganz Auto wie und haben ähnliche Ziele wie ich? Ja, sicher. Weil genau mit deinem Umgebung. Wenn ich jetzt bei euch schaue und bei den Lehrern schaue, seid ihr ähnlich Anziehung oder sind die Lehrer ähnlich Anziehung?
verdienen Lehrer eigentlich viel und kriegt sie eigentlich mit Taschengeld. Das ist die 5 in einem Umfeld, ihr 5 in einem Umfeld. Weil ich werde jetzt die mit meinen. Und wie könnt ihr das für mich nutzen? Das heißt, ich suche mal Leute, so wie in meinem Lernweg, so wie im Lernweg einmal, oder mein Vision Board geschrieben oder auf meine Ziele, genau die Leute suche ich mir. Und mit denen schaue ich das jetzt einfach drin. Und ich schaue, dass es irgendwas gibt, weil die brauchen ja auch was dafür. Das heißt zum Beispiel, das hier, Stefan, muss für sich auch noch ein Kind sein, aber ist auch einer von mir, wo ich verbringe viel Zeit mit ihm. Und da wird ganz für andere. Und von denen kann ich wieder was lernen. Und ich gebe ihnen auch was, dass sie was haben von mir. Und die denken auch viel besser. Weißt du, sonst könnte ich mir das niemals vorstellen, dass ich eine Brustring jetzt 3000 Euro kriegst. Ja, das ist nicht gleich viel, man muss nicht teuer sein, aber sie muss sein. Ich muss gleich dafür die Tipps geben, zum Beispiel Bücher lesen. Ja? Es gibt extrem viele gute Bücher, ihr könnt euch, ich zeige euch noch einen Link, oder meine Lieblingsbücher, ihr könnt euch anschauen, was ich so gelesen habe in der letzten Zeit. YouTube-Videos schauen, gibt so viel Gratis-Content. Dann mein 5-Minuten-Tagebuch, habe ich auch mitgenommen. Kennt das wer? 5-Minuten-Tagebuch, das ist ein Deutscher, der Dominik Spenz, der hat das gemacht und das ist voll cool. Du schreibst in der Früh 3 Minuten dein Tagebuch und auf der Nacht 3 Minuten dein Tagebuch. Und das ist aber nicht wirklich Tagebuch. Und du schaust so aus, Datum einfach Wochentag, ich schreibe mir dann offen her, was ich esse, weil ich versuche, dass ich nicht zu viel Fleisch ist. Dann schreibe ich mir das da her. Und dann sage ich, die erste Frage ist dann, ich bin dankbar für. Das ist die erste Frage am Tag, wo bin ich eigentlich dankbar? Und dann überlegt man eigentlich mehr, wow. Und dann sage ich sowas wie, dass ich heute warmes Wasser zum Duschen gehabt habe. Oder dass ich gerade, dass ich Heizung habe, das warm ist bei mir. Oder vielleicht auch, dass ich heute einen geilen Termin habe mit einer Meinung, dass ich vor so vielen Leuten reden darf und inspirieren darf. Dann ist die nächste Frage, was mache ich den heutigen Tag wundervoll? Dass ich nicht mehr was vor, wie ich es für mich besonders mache. Oder positive Selbstbekräftigung, beim Aufstehen zum Beispiel, ich bin gut so wie ich bin, ich hoffe etwas, was ich mir vornehme, irgendwas, wo du dich besser fühlst, damit du schreibst auch daher. Und aus der Montag immer eine wirkliche Herausforderung. Zum Beispiel sowas wie, schreibe jetzt sofort 3 Leute, warum du sie so gerne magst. Oder irgendwie. Und auf die Nacht dann nur mehr das Gleiche. Das ist dann die Frage, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Da kannst du dann wieder richtig zum Nachdenken. Dann denkst du, Alter, heute habe ich nicht einmal ein Gefühl zurückgelegt. Und dann ist es wieder richtig scheiße. Und dann, nächsten Tag schreibe ich dann schnell, was ich kurz damit. Ich nehme mir so vor. Wenn du dann aber jeden Tag zwei sagen, so wie heute bin ich dann mir vielleicht, weil ich da einen von euch irgendwie inspiriert habe, weil ich schon nicht schlimm, dass ich das gewusst habe und dass mir das gefreut, dass ich meine Zeit hergegeben habe. Dann die zweite Frage, warum ist, das werde ich morgen besser machen? Das ist meine eigene Form. Und tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Das muss man mir gefreut. Und ich gehe immer mit einem guten Gefühl hin. Und ich starte mit einem guten Gefühl. Gleich empfehlen. Kostet 25 Euro, schreibe ich was jetzt selber dran. Und jetzt jeden Tag eine kleine Inspiration. 3 Minuten auf Nacht, 3 Minuten in der Früh. Die Zeit hat jetzt alles raus. Erfolg oder das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Langsam und dafür immer mehr. Dann noch wichtige Sache. Ich muss wissen. Wichtige Sache ist um Gesundheit, Ernährung, Sport und das Leben für uns. Ja. Übernehmen Verantwortung für die Dinge. Gesundheit für euch selber, auch für unsere ganze Umwelt. Und das geht mit Ernährung, mit Sport und das ist ganz, ganz wichtig. Das geht jetzt los. Wir wachsen oft, ich muss auch dazu sagen, wir wachsen in einem Wirtshaus auch. Was gibt es in einem Wirtshaus? Pommes, Schnitzel, jetzt gibt es einen Burger. Das geht eigentlich so aus, wenn ich das ist den ganzen Tag. Gell? Das heißt, man muss auch oft am Elternhaus vielleicht zufertige Produkte oder ungesunde Sachen abwachsen. Genau das in einem Alter hinterfragen, ist es eigentlich clever, was ich jeden Tag mache? Oder muss ich mir schon langsam ein bisschen meine eigenen Ideen entwickeln, wie ich mich ernähre? Und ich habe mich dann im Kopf gelassen. Ich muss nicht heute auf morgen vegan sein oder heute auf morgen jeden Tag eine Stunde ins Fitnessstudio gehen. Das geht mir gar nicht los. Geiler Spruch, der zum Aufschreiben. Ja. Das verstehen wir, oder? Egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Erfolg du hast,
du hast 1000 Wünsche, wenn du gesund bist. Und du krank bist, ist es noch einmal aus dem Wunsch. Es ist aus Prüfegründen aber nicht so gut, so wie Fleisch zu essen. Ja, das ist für unser Umwelt als erstes. Die meisten Treibhausgase sind nicht vom Auto, vom Fliegen oder sondern von der Tierhaltung leider. An die Tiere, dass die moralisch natürlich scheiße behandelt sind, das ist uns alle klar, dass es leider voll scheiße ist. Und einfach eine Gesundheit ist aber nicht so gesund, jeden Tag dreimal Fleisch zu essen. Wie gesagt, es muss keiner Vegetarier sein oder Veganer, werden wir nicht schaffen, dass es so ist. Aber man kann überlegen, musst du gerade Mittag und Abend Fleisch sein oder reicht da in der Früh Käsebrot oder Butterbrot? Du musst da wahrscheinlich Schichten drauf sein. Und genau, wenn ich keine Schmerzen habe, muss ich dann später wieder auch nicht. So, so. Das ist das. Das ist vielleicht nur ein ganz spannender Weg. Würden wir in Deutschland so viele Menschen wie Tiere töten, wären wir nach 39 Tagen ausgestorben. Und nix. Wenn man es irgendwie mal will, es wird man mit dem Laufe der Zeit wieder nur mehr anders sehen. Ja. Aber das kann man nicht. Nur mal eng anschlossen. Genau. Passt. Und dann noch ganz, ganz ein wichtiges Thema. Eigentlich was für die Wichtigsten ist zurückgeben. Nur was du gibst, kannst du ernten. Wann hat dir das letzte Mal geholfen? Wann hat er ein Beispiel, was er sagen kann? Wann hat er das Gutste für eine Arbeit das letzte Mal? Gut, dann muss sein. Ich darf das gerne sagen, weil ich bin immer stolz darauf. Das letzte ist nicht so einfach. Dass du musst immer geben, dass du was ernten kannst. Bei den Bauern, du musst ja so sehen, dass du was ernten kannst. Das kann nur so geil, das ist ein Naturgesetz. Und darum sei großzügig, aber ohne was dafür zu erwarten. Weil es kommt automatisch alles dazu. Und da gibt es zum Beispiel. Und das Geile ist, Glück oder das Geben, das Einzige, wenn man das gibt, ist verdoppelt. Das heißt, du hast die Freude nicht verschenkt und ihr war frei, weil ich war frei, sie haben verschenkt, oder? Das ist mir jetzt. Es gibt so die 10% Regeln, eben beim Geben oder Spenden. Und zwar ist es von Bodo Schäfer, der macht, der ist so ein Money Coach, also er findet sein eigenes Kundenmodell, wenn es von Geld interessiert. Der sagt, unter anderem sagt er, dass er 10% von seinem Einkommen immer spendet. Er sagt, der 5 plus 10% soll spenden, er macht 10, ich mache zum Beispiel 7%. Das heißt, ich tue automatisch, wenn ich weiß, keine Ahnung, am 5. habe ich über Kundenmodell, das geht so. Ich habe zum Beispiel, das habe ich mir auch geschaut von Bodo Schäfer, auch super Google eingeben, Kundenmodell Bodo Schäfer. Ich habe ein Spaßkonto, das heißt, ich tue einen gewissen Teil von meinem Einkommen da nie und das haue ich raus. Ist mir scheißegal. Und wenn ich mir jetzt die dritte, weiß ich was kaufen würde, kaufen, weil ich auf den Spaßkonto nicht gehöre. Wenn ich keinen so ist, dann kann ich nichts mehr gehören. Dann habe ich ein Spendenkonto, das sind 10%, dann habe ich ein Investierenkonto, wo ich investieren will. Dann habe ich ein Gesundheitskonto, wo ich mir etwas für meine Gesundheit brauche. Und ich habe für mein Auto zum Beispiel, wo ich einfach immer was einzahle, ein bisschen, wenn mir eine Reparatur kommt oder Winterreifen zu kaufen sind, habe ich irgendwie auch so ein Problem nicht, weil ich immer Geld drauf finde, dann sind nicht die Winterreifen zu kaufen. Jetzt sage ich, für die 2000 Euro und ich habe automatisch 1500 für das Kontenmodell. Zack, 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 zack. Oder Sparbuch rein muss. Und das alles aufteilen. Dann habe ich maximal 500 Euro da, die muss ich vielleicht wegen, maximal, ich glaube 300 oder so. Und den Rest habe ich genau meine Dinge drin. Und wenn wir jetzt, so wie jetzt, fahren wir Skifahren und dann sagen wir Skifahren, sage ich, ja, voll gern, ich habe meinen Spaßkonto 800 Euro umlegen, da kann ich gerne Skifahren fahren, weißt du? Und das tut mir nicht weh, aber ich gönne mir es voll gern. Und die 10%-Regel ist, 10% für den Einkommen so spenden, weil ich gehe nicht mehr. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich spenden tue? Christian, wir haben die Kleinigkeit zum Beispiel. Warum ich mir Kinderspielzeuge in Weihnachten gekauft habe? Die ist halt nicht. Okay, dann machen wir das zuerst. Christian Triebs von der Caritas.
ich zeige euch mal das Video, das habe ich heuer gemacht, jetzt gerade erst im Dezember. Das ist eine frühe Kleinigkeit, da kann jeder von uns da auch easy mit Taschen mit umsetzen. Und das hat mich richtig selber gefreut und ich glaube, ich kann auch nachher was machen. Warum ich mir Kinderspielzeug an Weihnachten gekauft habe, das hat mit diesen beiden Briefen zu tun. Die sind nämlich von zwei Kindern, die uns von der Caritas betreut werden und wenn es vielleicht nicht so gut geht wie uns. Der David ist in diesem Dorf gewünscht. Und der Enes, den Globus, finde ich richtig cool. Ich habe mir gedacht, es gibt dazu noch einen Papierflieger und ein Buch habe ich mir dazu geschenkt. Das heißt, ein Buch namens Mami und hilft dir dann einfach bei Sachen, die man vielleicht in der Schule lernt. Luft bei uns dürfen natürlich auch nicht. Jetzt ist ein Schreibbock, ich schreibe dir persönlich einen Gruß für Weihnachten und dann geht es zu Caritas, damit die Kinder am 24. erledigen können. Und vielleicht kann ich dich inspirieren, dass du es gut tust für andere an Weihnachten. Tschüss, eine Dominik. Kleinigkeit, mach ein Einstehen, ob du dort 20 Euro kostet, 40 Euro oder 50 Euro, irgendwie so. Dass man nicht sagt, nur 20 Euro ist schon super. Ja. Wir haben uns dazu geschenkt, wir haben gefallen. Und wie überzeugt, die haben sich riesig gefreut einfach. Gell? Und mir geht es nicht schlechter, nur weil ich jetzt so ein paar Geschenke gekauft habe. Ganz im Gegenteil, denen geht es mir so viel besser. Zum Beispiel, der Bruderstein Wandsau, dem ist Afrika. Wir waren heuer im frühen Afrika, haben das nach der Wintersaison. Wisst ihr, wissen, ich immer früh, ich habe in der Wintersaison immer 6 Tage der Woche. Am 7. oft den anderen auf Social Media für mich oder für unseren Betrieb gemacht. Dafür haben wir dann gewöhnt, dass wir nach Afrika geflogen sind, Sansibar, von meiner Seite. Geistigen Strand gehabt, was gibt auf der ganzen Welt. Aber auch genauso im Landesinneren gibt es auch richtig warme Leute. Und da waren wir zum Beispiel da, und dann haben wir so kleine Dinge auch. Gell. Haben wir dann den Haberer mit dem Metabasis gefahren, dann haben wir gefragt, hey, was brauchen die Leute, wer kann mir irgendwie helfen? Und dann haben die ganzen, die Männer, die arbeiten in der Stadt, die Frauen waren da, und die haben kein Waschmittel gefahren. Dann hat es einen kleinen Shop gegeben, der war wirklich, weiß ich nicht, 2x2 Meter und die, so ist zu schier, das muss ich nicht mehr in den Stall oder wo es sich gibt, aber kennt, haben wir für alle Frauen, alle Haushalte eine Seite gekauft. Und für die Kinder haben wir, also hat für Capri so einen süßen Drink gekauft. Gell? Und es waren dann so 2 Kartonen, 50 Dringer oder so und noch mal das gleiche an 30, 40 Reifen und sowas. Wir haben das viert und es hat drüben wirklich, das hat fast, weiß ich nicht, ich glaube, wir waren 6 Leute waren wir. Jeder hat wahrscheinlich unter dem Strich 10 Euro gezahlt, das waren 40.000 Tansania-Schilling und also 10 Euro pro Person. Und die haben eigentlich breit geholt. Das Kind ist eigentlich nicht vorstellen. Die Kinder sind uns also nachgerannt, wir waren die größten Heroes für die. Und wir haben die Mamas dann da gestanden, voll diszipliniert und haben Tränen in die Augen gehabt, weil sie ein frisches Waschmittel gekriegt haben. Und das sind für uns kommen normale Sachen. Und das sind mit so einem kleinen Einsatz zum Beispiel. Oder da wie das Foto ist mit meiner Drohne gemacht, da habe ich dort ein Ding in der Hand. Da waren sie natürlich auch voll begeistert. Dann haben wir da Fotos und Videos gemacht und die haben mich aus dem Maus gehandelt, das ist mit der Drohne. Und Wanda, wer hat weißt du, Wanda ist der Nachbarstadt von Tansania. Da haben wir, bei Oma hat das angefangen. Da gibt es ein Projekt, also wo wir halt Schulen und Kindergärten bauen und so. Und dann hat der Chef von meinem Onkel hat schon viel gespendet und so. Und da habe ich Wanda heuer zum Beispiel wieder 1500 Euro gespendet, jetzt zum Jahresende. Doch das zusammen. Das ist nicht wirklich auf meine 7% plus immer auf mein Spendenkonto für. Und super gerne, der ist natürlich voll mit gerne einfach. Und meine Kunden waren passiert und denken wir, boah, danke. Das ist, haben die letzten Wochen gefunden. Genau. So viel zum Zurückgehen. Immer was zurückgehen. Genau solche Dinge. Gibt es dann auch was zurück, die machen jeden Tag Schuss für einen. Habt ihr noch alle Oma und Opas? Ja. Ich nehme mich nicht mehr, nur mehr ein Opa. Und meine Oma ist zum Beispiel vorher spontan einen Autounfall gestorben. Und meine zweite Oma ist ein Jahr davor. Und so habe ich jetzt die Opa denken, nehmt euch Zeit für eure Großeltern. Oder vielleicht auch für andere öderne Leute oder wenn der Papa oder Mama schon öder sind oder irgendwer. Verbringt Zeit, weil es geht nicht mehr so lang. Weil es ist ein Autounfall oder sie haben einen Herzinfarkt und dann ist es vorbei und ihr könnt es gar nichts mehr fragen. Der Bruder das gestern zum Einschlafen gelesen, der war voll dankbar, das hat er passiert und ich habe zu meiner Oma und der anderen, die sich sterben gegangen ist. Kennst du die Bücher? Die gibt es mit Oma erzählen mal, Opa erzählen mal, Mama, Papa. Und da stehen einfach Fragen drinnen, ist ja irgendwas. Und die fragst du die Oma oder wenn sie schreiben, muss sie selber schreiben. Und dann habe ich so lange gelesen, die gestern und dachte, boah, das habe ich gar nicht gewusst. Zum Beispiel, war voll. Was für ein Kind warst du, als du klein warst? Das war die Frage, was meine Cousine der Oma im Krankenhaus gefragt hat.
Polyphonik. Sie hat gesagt, ich musste viel arbeiten, da sonst hatten wir nicht viel Zeit zum Spielen. Ich musste natürlich auch alle jüngeren Geschwister aufpassen. Was passierte gerade in der Welt, dass du geboren bist? Beginn des Zweiten Weltkrieges. Es war Brauch, bei Sonnenwende, Bauernkraft und Gebacken in aller Freude, was mich hat Mama den Kern vergessen. Oder nur gefragt, ob sie gefragt, wie Geburtstag war, ob sie ihn gefeiert haben oder nicht. Und dann hat sie gesagt, er ist eigentlich nie gefeiert worden und es war nicht mehr Zeit da. Also die Jungs haben sich gar nicht getraut, haben mich nicht gratuliert. Und, das Schein, und dann war die nächste Woche, wo sie das schönste Geburtstagsgeschenk gehabt hat, das war, wenn sie mal Süßigkeiten gekriegt hat. Backerl Zuckerl von einem Hausgast von uns hat sie das gekriegt, vom Wirtshaus. Der war Urlauber und der hat ihr ein Backerl Zucker geschenkt, weil es Geburtstag hat. Und das war ihr schönste Geburtstagsgeschenk. Dann habe ich gestern Gänsehaut gehabt und einschlafen, weil ich dachte, Alter, viel gut geht es uns eigentlich. Und dann habe ich richtig viel zu meinen Schreiben, für was ich eigentlich dankbar bin. Und brauche mich nicht mehr auf Social Media schauen und warte, der ist ein Witzer und der ist bald im Dosen und uns geht es richtig gut, oder? Schau durch, kostet glaube ich 15, 20, 25 Euro. Nehmt euch Zeit, wenn ihr vielleicht eine Großeltern, würde ich sicher noch eine Freude bereiten oder vielleicht für Eltern. Oder schenkt es Bruder, Schwester gibt es auch, schreibt es einfach in die andere Formen natürlich drinnen, wo sicher euch ein Bruder oder Schwester gefällt. Jo, das. Und dann sind wir schon wieder fast am Ende, also ich weiß es sehr perfekt. So möchte ich ein Video zu einem abschließenden Kulis. Das ist Tobias Beck, ist auch ein Vortrag, der extrem inspiriert, der meine Stunde voll geburt. Und das ist eines von meinen Videos, wo ich mir ohne Scheiß, glaube ich, ein Video angeschaut habe, weil ich so inspirierend bin. Das kippt immer voll ein, das hat schon vorher mit meinem Auto gefahren, das kann ich auswendig. Und das ist einfach zum Nachdenken. Seid ihr bereit? Wie viele von euch kennen Menschen, die morgens arbeiten gehen, abends nach Hause kommen, die Einkommensvernichtungsmaschine einschalten, das Ganze machen sie Montag, Dienstag, Mittwoch, yay, es ist Mitte der Woche, im Radio, wenn ich das nur höre, noch 3 Tage arbeiten, dann ist endlich Wochenende, dann können wir endlich die Schmerzen der Woche mit Alkohol betäuben. Da krieg ich das blanke Kotzen, wenn ich das höre. Weißt du warum? Weil Arbeiten eine schöne Sache sein kann. Weil Arbeiten geil ist. Und wenn dir dein Job nicht gefällt, dann musst du dir einen Plan B aufbauen. Mach dich selbstständig mit irgendwas. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber lass dir doch nicht diktieren von anderen Leuten, wie du dein Leben zu leben hast. Winsel, bitte, bitte darf ich Urlaub nehmen. Bitte, bitte, lieber Boss, darf ich das machen? Was? Wer bist du denn? Und eine Sache finde ich richtig bedenklich, dass erwachsene Menschen bei all dem, was wir draußen sehen, glauben, dass ein Job, eine einzige Einnahmequelle in den nächsten 10, 20 Jahren funktioniert, dazu muss ich schon ziemlich naiv sein. Wie werde ich eigentlich erfolgreich? Was für eine Frage. Wie du erfolgreich wirst, ist doch total logisch. Es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt. Jeder Einzelne kann irgendeine Sache richtig gut. Wenn du diese einzelne Sache, diese einzige Sache, die du richtig gut kannst, ausfeilst, bis es nicht mehr geht, immer besser wirst, dich coachen lässt, besser wird, besser wirst, besser wirst, probierst, try and error, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen und besser wirst als alle anderen, na dann bist du erfolgreich. Das funktioniert in jedem Job. Du kannst mir, egal welchen Job, nennen. Ich weiß auch immer, Tobi, ich arbeite im Büro, ich bin Beamter. Beamte haben keinen Chef. Da gibt es keinen, der über allen anderen Beamten steht und mehr verdient als du. Doch, die gibt es, aber dafür nichts. Aber dafür, dafür musst du mal den Hintern hochkriegen. Dafür musst du nebenher was studieren. Da musst du einen Fernkurs machen. Da musst du eine Fremdsprache lernen. Und da musst du mehr Menschen Probleme lösen. Denn je mehr Menschen du Probleme löst, desto schneller kommst du weiter. Was hast du denn in den letzten 4 Wochen für andere getan? Was hast du gemacht? Denkst du die ganze Zeit an dich und darüber nach, dass du schön von den Beziehungskonten, von den Bankkonten und von den Konten der anderen was abhängen kannst? Oder wann fängst du denn mal an einzuzahlen? Was hast du denn in den letzten Wochen für Flüchtlinge getan, anstatt dich darüber aufzuregen, wie furchtbar die Welt ist? Wie viele Kinder hast du denn geholfen?
Und das bist du. Und wenn du heute eine kleine Veränderung einsetzt, ist das in 2, 5, 10, 15 Jahren der Unterschied zwischen der Masse und dir. Du brauchst doch nur heute anzufangen. Geh doch mal raus und fang an, ein paar Menschen kontakt zu machen. Engagier dich sozial. Trink voll Jugendlichen auf. Mach irgendwas, um auch mal einzuzahlen. Ich weiß, viele dieses Video gesehen haben, tun das. Aber viele tun es auch nicht. Und jetzt kommt's. Nur wenn du einzahlst, darfst du auch abgeben. Danke für eure Aufmerksamkeit und legt's los, heute gleich. Ja. Legt's heute gleich los, bitte sagt mir, was ich bei den Lüften habe. Ihr könnt es mir, ich habe nur gleich so erklären muss, wo ich da bitten habe. Erstens, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr die Folien haben wollt. Wenn ihr ganz was schreibt, so über Instagram, probiert immer, dass es so schön wie möglich zuschreibt. Legt's halt los, sitzt hier, macht die Ziele. Und da gibt es noch ein Linktree, da kommt, wenn ihr es gerne wollt, kommt es zum Euro, was ihr mir braucht, zu den Birken, kommt es zu mir, mein Instagram-Profil, ein paar Rezepte und so schon, das sind da drinnen, könnt ihr ganz gerne. Und wenn es ganz wichtig ist, bitte gebt mir nur Feedback schnell, das nehmt euch nur schon Zeit und wenn ihr erst die gute Data, wenn ihr aber ehrliches Feedback gibt, wie ihr es gut gefunden habt, was ihr nicht gut gefunden habt, was ihr seid, was das Ganze ist. Und schreibt das wirklich voll ehrlich, weil dann hilft es mir, was der Baby wieder besser werden wachsen und nächstes Mal wird nur Leute besser inspirieren. Genau. Ja, Pickel, wir können es noch checken und bitte schreibt es. Ich darf es ja gerne folgen, die Lehrer machen, da hat mir auch voll gefallen und ihr das macht. Riesig sogar. Zukunftsbrief.com und schickt, wenn Jesus dir schreibt, schreibt sich eigentlich nur Notizen und auch und auf den Zukunftsbrief. Und stellt sein, dass in einem Jahr kriegt sie auch eine Zukunftsmail. Und die Zukunftsmail kriegt sie in einem Jahr zurückgeschickt automatisch, kostet nichts. Und dann kannst du in einem Jahr siehst du, was habe ich gefragt, wenn man für das war. Und dann kriegst du das und sagst, wow, das habe ich geschafft, das nicht. Und das ist voll spannend. Also man vergisst es einfach drüber das Jahr und lest es und freut sich am nächsten Jahr. Also der Kind sieht es, wo sie haben, wo sie nächste erntet. Und gleichzeitig die Erinnerung, dass nächstes Jahr es auch mal wieder das gleiche macht, zum wieder direkt zu nächsten Ziele, wenn es mehr einzuführen. Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis bald. Thank you.